Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Top 10 Videogames, das habe ich ja mal angefangen und ich möchte einfach weiter tun. Angefangen habe ich das Ganze im Jahr 1984, also das war eigentlich so die Zeit, wo ich das erste Mal so mit Computerspielen in Berührung gekommen bin. Da habe ich angefangen, alle meine Lieblingsspiele bzw. meine Top 10 aus dem jeweiligen Jahr zusammenzuführen. Und ja, das sind schon einige Videos, aber jetzt habe ich lange kein Video mehr gemacht. Das letzte Mal war 2006 und dieses Mal schauen wir uns 2007 an. Platz 10, und zwar das erste Spiel ist ein Rollenspiel, kann man irgendwie so gleichsetzen mit die Ur-Final Fantasy Spiele, und zwar das ist rausgekommen für PlayStation und Xbox, und zwar Eternal Sonata. Wird jetzt vielen nichts sagen, aber mir hat es sehr gut gefallen, weil es halt so ein richtiges altes retro-japanisches Rollenspiel ist. Natürlich geht es da ein bisschen auch um Musik. Und ich habe es geholt für die Xbox 360, habe sehr, sehr lange gespielt und bin auch sehr begeistert gewesen, weil es halt so richtig süß, knuffig war, coole Grafik, cooles Gameplay und ein bisschen mit Musikuntermalung. Ja, weil man schon bei einem Musikspiel sieht, geht es gleich weiter mit dem nächsten Musikspiel, und zwar für die PlayStation Portable, und zwar das Patapon. Das werden viele vielleicht sogar noch kennen, ein Rhythmusspiel, also dass man immer zur richtigen Zeit am richtigen Knopf drücken müssen. Das war richtig geil und das war irgendwie so der Vorreiter von den ganzen Musikspielen, wo man halt dann drücken muss. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde mir sogar wünschen, wenn das vielleicht jetzt einmal, vielleicht genau dieses Spiel auf ein Smartphone umgesetzt wird, könnte man sicher einfach machen. Und schauen wir mal, vielleicht passiert es ja auch oder es kommt vielleicht sogar für die Nintendo Switch raus. So, jetzt machen wir ein bisschen einen Zeitsprung. Wir machen jetzt keinen Platzzeitsprung, sondern wir bleiben bei Platz 8. Aber im Jahr 2248 ist dieses Spiel angesiedelt, und zwar die Rede ist von Mass Effect. Werden viele gespielt haben, da gibt es jetzt schon sehr, sehr viele weitere Teile. Der erste Teil war wirklich sehr gut, der zweite war noch viel, viel besser, aber der erste gehört natürlich auch in dieses Jahr hinein, beim Jahr 2007. Das habe ich sehr gerne gespielt, vor allem, weil es halt ein bisschen futuristisch war mit der Zukunft, dann mit der ganzen Reisezeit. Und auf jeden Fall für Leute, die was jetzt nicht gespielt haben, holt es nach. Ein sehr, sehr gutes Spiel, sehr gute Charaktere. Und wenn man sich ein bisschen hineinarbeitet, ist es auch besser, wenn man mal noch die nächsten Teile spielt. Obwohl halt so ab Teil 2, würde ich sagen, die Serie dann sehr, sehr abbaut. Jetzt machen wir schon wieder einen Zeitsprung, und zwar jetzt sind wir bei Bioshock. Da reisen wir wieder in der Zeit zurück, und zwar Jack stürzt mit seinem Flugzeug ab im Jahr 1960 in den Atlantik, kommt dort zu einem Leuchtturm hin, dort kann er sich dann retten und mit einer Taucherglocke, also das ist so eine Kugel, mit der was man früher unter Wasser halt runtergekommen ist, und da kommt jetzt in so eine Unterwasserswelt, und ja, da gibt es halt sehr, sehr viele Aufgaben, und das Ganze ist natürlich ein Ego-Shooter, wirklich richtig geil aufgebaut, sehr, sehr viele Fuck-Momente oder erschreckende Momente vor allem, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel spoilern, solltet ihr auf jeden Fall gespielt haben, sicher ein Highlight der Videospielgeschichte, vor allem, weil es ja dann auch noch weitere Teile gibt. Ja, Platz 6 haben wir schon, wir machen schon wieder einen Zeitsprung, und zwar diesmal gehen wir in die griechische Antike und deren Mythologie, und zwar die Rede ist von God of War 2 für die PlayStation exklusiv rausgekommen. Es gab sogar dann noch eine HD Collection für die PlayStation 3 und auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel, weil da hat man so richtig mal erstens mal ein bisschen was lernen können, weil es ja Mythologie ist und die antike Zeit, aber vor allem das Gameplay, das hat es mir angetan, weil die ganzen Quicktime-Events, wo man halt dann wirklich schnell den Button smashen hat müssen, dass halt irgendwas passiert, und es war wirklich gut aufgebaut. Ich finde sogar dieses alte ein bisschen besser als jetzt das neue, weil halt einfach, ja, das passt halt irgendwie genau zu dieser Zeit, und im Jahr 2007 ist eigentlich jedes Game, was ich bis jetzt vorgestellt habe, immer für mich ein Highlight gewesen. Also es war richtig stressig im Jahr 2007, alle diese geilen Spiele zu spielen. Jetzt waren wir PlayStation exklusiv, aber es gibt natürlich auch Nintendo exklusiv. In die Top 5 sind wir gelandet, und zwar der fünfte Platz ist Super Mario Galaxy, der Nachfolger von den ja, von vielen gehassten Super Mario Sunshine vom GameCube. Aber Super Mario Galaxy auf jeden Fall ein Blick wert. Mir hat es nicht so gefallen, mir gefiel sogar Sunshine besser, aber Galaxy ist halt das mit den ganzen Welten bereisen und mit den kleinen Planeten, mit der ganzen Statik oder mit der ganzen Erdanziehungskraft oder verschiedenen Erdanziehungskraften halt. Auf jeden Fall ein Blick wert. Es ist sehr, sehr schön zum Spielen. Wie immer natürlich ein Mario-Spiel, sehr, sehr knuffig. Es gibt sogar einen zweiten Teil, obwohl ich finde, der erste war besser. Ja, auf jeden Fall ein super Highlight. Der Soundtrack ist vor allem auch sehr, sehr gut aufgebaut, und für alle, die was
Super Mario Games nicht in 2D, sondern in 3D gerne spielen, riskiert mal einen Blick. Für die Wii könnt ihr es euch gerne anschauen und ich würde sagen, wir schauen zum nächsten Blick. Ja, mein absolutes Lieblingsspiel werden ja viele von euch schon kennen, und zwar das ist Final Fantasy 7, und zwar da gab es einen Ableger für die PlayStation Portable, und zwar Final Fantasy Crisis Core, und zwar das ist die Vorgeschichte vor Final Fantasy 7. Es wird ja viel erzählt von den Zack Fair, und zwar das ist so der insgeheime Charakter gewesen, der was eigentlich nie aufscheint in Final Fantasy im Original, aber da ist seine Geschichte und da erfährt man auch von Cloud, wie er halt dann eigentlich zu den Soldaten kommt, und da war der Sephiroth sogar noch gut, wandelt sich langsam zum Bösen. Das einzige Kritikpunkt von diesem Spiel ist einfach dieses ganze System, dieses Kampfsystem ist eigentlich so undurchsichtig, es ist eigentlich eher manchmal sogar Glück, dass man weiterkommt in dem Spiel, darum konnte ich mich nicht so mit anfreunden, aber mir ging es eigentlich hauptsächlich nur um die Geschichte, um die Vorgeschichte, um Final Fantasy VII noch besser zu verstehen, und darum ist es bei mir so weit vorne gerankt. Ja, die Top 3 haben wir erreicht, und was kann jetzt noch alles kommen? Und zwar das nächste Spiel ist wirklich geil. Also wenn man das nicht gespielt hat, bitte, bitte hol es nach, weil da ist sehr, sehr viel, also die Computerstimme erwacht zum Leben, beziehungsweise ein Computer oder ein Roboter. Und da sind wirklich so die ersten Mindfuck-Momente in Videospielen auch dabei, oder beziehungsweise viele weitere. Es gab ja schon in den 90ern so richtig geile. Aber da ist auch so einer dabei und das solltet ihr unbedingt spielen. Portal ist einfach nur so, man hat die Portal Gun, man muss halt immer gewisse Gegenstände von A nach B bringen, beziehungsweise dann Portale öffnen, wo man halt dann durchschlüpfen kann und einfach dann immer diverseste Räume, Ebene oder unterschiedliche Aktionen ausführen kann aufgrund dieser Portale. Ja, der zweite Platz in meiner Top 10 Videoliste vom Jahr 2007, Assassin's Creed, das hat es mir wirklich angetan. Ein richtig gutes Spiel, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Serie eigentlich so schlimm abbauen konnte. Das erste Mal, wo ich damit in Berührung gekommen bin, war bei einer Videospielmesse, bevor es überhaupt rausgekommen ist, und der einzig geile Moment war, man klettert den ganzen Turm hinauf, und man hupft dann hinunter in den Heuwagen. Eigentlich ursimpel aufgebaut, aber ja, es ist halt einfach mal wieder mal was Neues gewesen, und wir sind auch schon wieder ziemlich weit zurück in der Zeit. Ja, ich fand sogar den zweiten Teil aufgrund der Geschichte und was dahinter steckt nochmal viel, viel besser. Aber der erste Teil war mal so der Grundstein für die richtig gute Serie, was Assassin's Creed eigentlich zusammengebracht hat. Ja, was sehr schön war, war die Weitsicht, wenn man irgendwo oben gestanden ist, einfach alles zu sehen. Da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, Ubisoft, und ich hoffe, dass die Serie wieder zu den alten Tugenden zurückkehrt. Ja, und Platz 1 wird jetzt viele überraschen, warum das genau Platz 1 geworden ist. Da hätten viele andere vielleicht schon einen anderen Platz gesehen, aber für mich ist es einfach der Grund. Ich habe eSports technisch mit diesem Spiel sehr, sehr viel gewonnen. Es ist die Story sehr, sehr gut. Also man muss auch sagen, die Story ist wirklich gut aufgebaut. Das erste Call of Duty, obwohl es eigentlich der vierte Teil war, der war so richtig reingegangen ist in die Materie, wo man richtig mitfühlt mit den Charaktere oder mit den Begleiter, was man in seinem Team hat. Und ja, vor allem der Online-Modus war perfekt aufgebaut. Also es gab natürlich ein oder andere Schwächen, aber man konnte richtig geil zocken auf der PlayStation, auf der Xbox oder halt auch natürlich am PC. Ja, für mich halt der Grund, warum es bei mir Platz 1 ist, weil es dieses Spiel hat es einfach geprägt. Ich habe es gespielt und bin eigentlich nach Erscheinen, nach einem halben Jahr mit meinen Kollegen Europameister geworden. Und darum ist es bei mir auf Platz 1 und ja, auf jeden Fall vielleicht sogar für mich eines der geilsten Call of Duty Spiele überhaupt. Ja, das waren jetzt die Top 10 Videogames aus dem Jahr 2007. Meine Auflistung, würde ich sagen, ein Highlight jagt das andere. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr andere Spiele, die was unbedingt noch in diese Top 10 Liste gehören? Schreibt es uns unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Bin sehr gespannt, was ihr da so am Start habt. Ja, über ein Däumchen nach oben oder nach unten zeigt ihr mir, ob euch das Video gefallen hat. Ich sage wie immer, danke fürs freundliche Zusehen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.